Partir, c'est toujours mourir un peu. Oui, oui, oui. Oder je n'ai pas compris. Abschied nehmen heißt auch immer ein bisschen sterben. Unsere letzte Station heute führt uns nach Hatting. Und der Hattinger Weihnachtsmarkt hat nicht nur einen nostalgischen Teil, sondern auch einen französischen. Und beide schauen wir uns jetzt einmal für euch an. Okay, let's go. Lecker Mandeln, Wurst und Weihnachtsgebäck findet ihr in Hattingen traditionell beim nostalgischen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Besondere Spezialitäten sind hier unter anderem Käse und Wurst aus Österreich, aber auch ganz viel Kunsthandwerk von Bastlern aus der Region. Ein Highlight für die jüngeren Besucher ist der Märchenwald und gelegentlich finden auf dem Kirchplatz auch Konzerte statt. Neben mir spielt Bäcker Noja vor seinem Holzofen. Und hier wird frisches Brot gemacht. Herr Noja, was ist denn die Besonderheit an diesem Weihnachtsmarkt hier in Hatting? Das ist schön, kleiner, gemütlicher Weihnachtsmarkt, schön in der Altstadt drin. Man kann schön gemütlich darüber spazieren gehen und es richtig schön genießen. Was genau bieten Sie an? Wir bieten hier unser Natursauerteigbrot an, original schlesisches Produkt. Natursauerteig, das ein 3-Stufen-Sauer ist. Und diese Brotzeit qualitätsmäßig heutzutage nicht mehr überall zu kriegen ist. Was halten denn die Besucher vom Hattinger Weihnachtsmarkt? Die sind alle begeistert, jedes Jahr aufs Neue. Und freuen sich jedes Jahr aufs Neue, wenn wir da sind. Haben Sie auch viel Kontakt zu den anderen Schaustellern hier oder kriegen Sie viel mit, was die so anbieten? Ja, klar. Man hat sich immer in Kontakt. Morgens früh sieht man sich, wenn man aufbaut. Dann unterhält man sich. Und dann weiß man natürlich auch, was jeder anbietet. Wer mit Nostalgie nicht so viel anfangen kann, der hat auf dem Hattinger Weihnachtsmarkt auch noch mehr Möglichkeiten zum Bummeln. Im Krämersdorf gibt es auf dem französischen Weihnachtsmarkt traditionelle Handwerkswaren und viele kulinarische Highlights. Ich stehe hier auf dem französischen Teil des Weihnachtsmarkts in Hattingen und spreche mit Daniel Wittmann über seinen Käsestand. Daniel, was ist denn so besonders an deinem Stand? Erstmal, der französische Käse ist ja immer eine nette Sache. Mal andere Sachen auszuprobieren als die normalen Gouda, die normalen Sachen, die man in Supermärkten bekommt, ja. Und da bieten wir eine abwechslungsreiche Käsetheke, ja. Ja, und welchen magst du am liebsten, welchen Käse? Eigentlich ziemlich viele, aber mein Hauptfavorit ist der Comté-Käse, den wir da hinten haben, ja. Aha, okay. Jura ist 13 Monate gereift und ein Kuhrohmilchkäse. Ja, das klingt ja sehr gut, sehr lecker. Und vielleicht probiere ich den mal. Ja, gibt es den auch zum Probieren? Ja, dann machen wir das gleich mal. Ja. Aber vorher würde ich gerne noch von dir wissen, was ist denn so besonders an dem Hattinger Weihnachtsmarkt? Das ganze Ambiente, die Fachwerkhäuser, die alte Altstadt, ja. Und bist du das erste Mal hier? Zum zweiten Mal hier, ja. Und das ist immer sehr nett. Ist, ist immer ein guter Durchlauf und ja, es macht Spaß hier zu arbeiten. Ja. So. Welcher ist der Lieblingskäse? Das ist der Comté-Käse aus dem Jura und das ist noch ein etwas älterer. Der ist sogar 24 Monate lang gereift. So. Super. Vielen Dank. Wie heißt das? Bon Appetit? Merci.